Herzlich willkommen zu Netzkolleg Videobearbeitung. Wir behandeln heute Lektion 4.5, Kapitel 12a aus Fundamente, Filmschnitt für 3 Bologna Credits, Grundlagen des Keying. Mein Name ist Elmar Schott. Keying oder zu Deutsch Alpha Channel Compositing erscheint in 3 unterschiedlichen Varianten, von denen jede Variante sehr einfach und problemlos umsetzbar ist. Ich demonstriere Ihnen diese 3 Varianten jetzt an 3 ganz einhelligen Beispielen. Variante 1. Der Chroma Key. Hier sehen wir mich, wie ich ganz bequem einen Espresso auf der Piazza in Venezia. Aber hoppla! Ich bin gar nicht auf der Piazza, sondern ich bin hier, im Studio. Alles dank des Chroma Key. Der Chroma Key basiert auf einer Grundfarbe. Diese Grundfarbe wird überstrahlt und ausgestanzt. Fun Fact: Meistens ist diese Grundfarbe grün oder blau, weil die natürliche Statur des Körpers wenig grün oder blau an sich erhält. Variante 2. Der Luminanz-Key. Der Luminanz-Key wiederum basiert auf den Helligkeitswerten des Bildes. Hier sehen wir mich, wie ich in Acapulco. Doch hoppla 2! Ich bin wieder nicht in Acapulco, sondern ich bin immer noch hier im Studio. Aufgrund der Helligkeitswerte und ich sage vielen Dank an den Luminanz-Key. Variante 3. Der sogenannte Depth Key. Dieser Key basiert auf den tiefen Informationen des Bildes, dem sogenannten Z-Kanal. Sie meinen, ich bin hier in diesem Studio? Überraschung 3, hoppla, ich bin in Wirklichkeit hier. Alles dank des Depth Keys im Z-Kanal. So, für diese Woche. Wenn Sie diese Lektion nicht so ganz verstanden haben, können Sie am unteren Ende des Abspielgerätes die Zeitleiste noch einmal benutzen und an den von Ihnen ausgewählten Ort hinspringen. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei Fundamente Videobearbeitung im Netzkolleg. Dann zum Thema Hentai.